Auf der anderen Seite war doch noch eine. Vielleicht muss ich da aus rein. Ich guck mal gerade nach. Hier ist noch eine. Fahrstuhlhalle. Hier ist abgesperrt. Ach, wo muss ich denn jetzt hin? Wo muss ich denn jetzt hin? Nichts von Interesse. Der Monitor ist mit dem Glas. Nichts von Interesse. Bla bla bla. Ja, das hatten wir schon. Ja, bitte mal einen Tipp. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich machen muss. Hä? Wie soll man denn da drauf kommen? Keine Ahnung, wie man da drauf kommen soll. Wie soll man... Hä? Ja, das muss man dann wahrscheinlich irgendwo rausfinden. Den Weg hast du noch nicht gefunden, okay. Es kann sein, dass ich das schon mal irgendwo... Ich habe das schon mal irgendwo gelesen, aber ich... Keine Ahnung mehr. Ich habe es schon mal irgendwo gelesen, ja. Also mir kommt es bekannt vor. So, eine Tastatur. Das Passwort wird eingetippt, ja. So, A3 E-I-L-M E-I-L-M S2 S2 Y. Ich hab mich, glaube ich, vertippt gerade. Ja, ich habe die 2 vergessen, gell? Ja. Scheiße. Ah. Ich habe die 2 vergessen. Please try again. Aber ich habe das Passwort, glaube ich, schon mal irgendwo gelesen. Es kann sein, dass das in dieser... Moment. Ich möchte noch mal kurz nachgucken. Ich möchte nur mal auf Nummer sicher gehen, dass ich das wirklich da gerade gelesen habe, beziehungsweise, dass ich es da gelesen habe, wo ich gerade... wo mir gerade irgendwie was in den Kopf kommt. Moment. Wir gucken das gerade nach. Ich glaube, da muss ich jetzt hier einmal durch. Wo war denn das nochmal? Das war in dem anderen Labor. Hier einmal durch, genau. Und dann in den Notizen, die auf dem Heft lagen. Auf dem Heft lagen. Blödsinn. Auf dem Tisch lagen. Da war meines Erachtens waren diese Informationen drin. Ich gucke aber gerade nochmal. Ich meine, das war hier durch. Wir gucken nochmal. Genau, hier in dem Raum, da lag dieses Dings mit dem extrem langen Text auf dem Tisch. Hier. Und ich meine, hier habe ich das schon mal gelesen. Dieser Bowman. Er hat Mittel und Zweck einfach verwechselt. Ein Teufelswerk. Ich will es nicht mehr lesen. Ich glaube, hier stand es aber drinne. Das hätte ich mir jetzt aufschreiben müssen, oder wie? Oder kann ich mir das jetzt im Nachgang nochmal angucken? Halt, falsche Taste. So, warte mal. Key Item. Nee. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das in diesem Heft da drinne stand. Kann mich aber auch täuschen. Es ist eine Woche her. Aber ich habe das schon gelesen. Da habe ich mich auch gedacht, was ist das für eine komische Kombination? Na gut. Wie dem auch sei. So, wir gehen nochmal an den Rechner. Komisch, dass sie das halt nicht nochmal lesen will. Verstehe ich nicht. Aber okay, dann ist das halt so. So. Ab. Dann da rein. So. Da hätte ich mich jetzt echt dumm und dusselig gesucht. So, okay. Nochmal. Also. A3EIL. A3EIL.
M2S2. M2S2. Und ein Y. Login. Drücke. Please wait. Checking password. Okay. Level E. User access granted. Connecting host system. Guten Tag, Professor Yoshida. Labor? Kerndatei? Schwarzes Brett? Gastaccount oder beenden? Ich gucke erstmal ins Labor. Zurzeit kein Zugriff. Ja. Kerndatei. Zurzeit kein Zugriff. Oh. Schwarzes Brett. Zurzeit kein Zugriff. Willst du mich verarschen? Gastaccount. Bitte die folgenden Fragen beantworten. In welcher Wüste befindet sich das unterirdische Labor? In der Mojave-Wüste. Welche der folgenden Organellen besitzen DNS? Oh. Golgi-Apparat, keine Ahnung, noch nie gehört. Mitochondria oder endoplasmatisches Reticulum? Wer soll denn das bitte wissen? Ich probiere jetzt mal die Mitochondria. Bei welcher Opernsängerin wurde erstmals in den USA die Neomitochondrien aktiviert? Na, Melissa Pierce. Na, nicht Mary Pierce und Melanie Pierce auch nicht. Melissa Pierce. Wenn du den ersten Teil nicht gespielt hast, woher sollst du das dann wissen? Was ist denn das für ein Kack? Alle Antworten richtig. Sie sind als Gast eingetragen. Okay. Auswahl. 1 Info, 2 Projekte, 3 Fragen. Was sind ANMCs? 3 Fragen. Wesen, die aus dem Projekt Neoteni 2 hervorgingen. Okay. Über das Projekt Neoteni 2. Oh Gott, die tippt aber langsam. Der Versuch, eine neue Spezies durch Hilfe der 1997 entdeckten Neomitochondrien zu erschaffen. Ah. Gut. Stufe 1. Das Sicherstellen von Neomitochondrienproben, die dieselben Eigenschaften besitzen wie jene aus dem Manhattan-Vorfall. Okay. Stufe 2. Die Erschaffung von verschiedenartigen ANMCs durch Evolutionsversuche an lebenden Menschen. Oh. Okay. Ist nicht nett. Stufe 3. Weltweite Umsetzung der Degeneration und... Warum sollte man das tun? Anschließende Evolution an der menschlichen Rasse. Sind die bekloppt? 3 Fragen. Die Ergebnisse bis jetzt. Januar 1998 DNS der Neomitochondrien erhalten. Stufe 1 abgeschlossen. Stufe 2, die Erschaffung von ANMCs erfolgreich. Einige ANMCs wurden extrem aggressiv. Ja, stimmt. Eindämmung der Situation durch das Klon. Piep, 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 piep. Zugriff verweigert. Ich habe nur Gastaccount. Fragen. Wessen Klon? Yes. Name Ayabri. ID RGP070 irgendwas. Staatsangehörigkeit USA. Punkt, 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 Punkt. Oh mein Gott! Das kann doch nicht wahr sein! Die AMCs sind alles meine... Klone? Okay. Huch. Telefon. Ja gut, dass sie wissen, dass sie hier anrufen müssen. Guck mal, sehr gut. Ja, hallo? Ja?
Ah ja? Ich weiß es. Ich kann dich von hier gut sehen. Hä? Kyle? Du hast es gewusst? Ja. Na und? Es ist nicht deine Schuld. Oder willst du etwa sagen, dass in dir plötzlich der Mutterinstinkt auflebt? Das steht dir sowieso nicht. Das ist gemein. Wenn du Verantwortung spürst, setzt dem Ganzen ein Ende. Das würde eher zu dir passen. Was? Aber... Hör zu, Aya. Ich will dir was zeigen. Du musst herkommen. Die Daten sind in dem GPS. Verstanden. Bin schon unterwegs. So gefällst du mir. Ich werde hier warten. Ja, ich möchte speichern. Die ganzen ANMCs, die ganzen Viecher, die hier rumrennen, das sind alles Klone von uns. Kyle hat recht. Ja. Jetzt die Preisfrage, wo muss ich denn hin? B1 Shelter, ne? Ich muss, glaube ich, wieder nach unten in die Elevator Hall. Okay. Ja, dann gehen wir mal dahin. Boah, wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich den Automaten finde. Ich will mal gerade gucken. Wo war denn der Automat? War der eins weiter oben? Der muss eins weiter oben gewesen sein. In dem Armory-Raum war der. Ich muss nochmal nach oben. Und muss mich mit Munition und Zeug eindecken. Weil ich nicht weiß, was jetzt als nächstes passiert. Und es, glaube ich, sinnvoller ist, erstmal eine volle M16 zu haben, als jetzt direkt zu Kyle zu gehen. Ich glaube, das ist das, was ich jetzt gerade machen will. Und sollte. Und vor allen Dingen noch Health Kits und sowas mitnehmen. Weil es ist keine gute Idee, hier ohne was rumzulaufen. Ich hätte den anderen Weg gehen können, der wäre kürzer gewesen. Naja. Wie dem auch sei. Die Musik ist gerade etwas bedrohlicher geworden. Gefällt mir so ein bisschen. Auch nur ein bisschen. Gut. Um nach oben zu kommen, muss ich, glaube ich, hier rein, ne? Beziehungsweise unten. Oben, unten, irgendwie sowas. So, hier hatten wir ja alle weggeräumt. Das ist ja schon mal sehr gut. Müsste hier lang gewesen sein. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Ich glaube, dann nur noch einmal um die Ecke und dann zu dem Fahrstuhl, ne? Genau, geradeaus können wir ja nicht, weil da die Tür abgeschlossen ist. Da ist ja irgendwas drinne, wo... Ja. Ne? Ein Fahrstuhl. Nach oben. Ich glaube, er ist doch auch oben, oder? Kann ich die einfach umgehen? Ich sollte jetzt hier rein. Boah, ich möchte nicht gegen euch kämpfen. Aua. Ich gehe einfach. Tschüss. So, ja, genau. Und wenn ich jetzt hier... Hoffentlich passiert nichts. Achtung, verseuchteres Material in diesem Raum entsorgen. Okay, wir sind jetzt erstmal hier wieder raus. Und ich muss jetzt zu dieser Armory. Ich möchte mir unbedingt Munition und Zeug kaufen. So, jetzt lass mich mal gerade schauen. Wo muss ich da hin? Das ist nicht die erste, sondern die zweite rechts. Diese Scheißviecher schon wieder. Noch einer da. Noch einer da. Zwei sogar. Wie mir scheint.
Jo, den habe ich getroffen. Sehr gut. Der ist Geschichte, der Dicke. So, der andere auch. Wunderbar. Okay, die haben wir weggemacht. So, weiter geht's. Der war irgendwo hier vorne. Hier hat er gesessen an der Ecke und hat rumgeschleimt. Ist nicht weggekommen. Blöder Hund. War ein bisschen doof, der Junge. So, hier muss der Automat gewesen sein. Ja, da ist er. Och, ein Glück. So. Ich kann mit meinem BPs Waffen kaufen. Munition. Wir brauchen auf jeden Fall Munition für... Was ist ein Riot? Spezialgranaten geben grelles Licht und lauten Knall. Nee, die möchte ich nicht. Kaufen. Ich möchte voll machen. Ich möchte sowas von voll machen. 1000 BP. Joa. Kann ich noch mehr mitnehmen? Munition voll. Okay. Buckshot brauchen wir nicht. Nein. Schutzkleidung. Kampfrüstung. Psychoanzug. Anti-Neo-Mitochondrien-Anzug. Zeigt den Zustand des Gegners an. Oh. ABC-Schutzanzug bietet Schutz vor ABC-Waffen. Sehr leichtgewichtig. Ja, super. Ich habe aber hier keine ABC-Waffen, glaube ich, oder? Gepanzerte Nahkampfrüstung. Der Helm beugt Stummheit vor. Ja, den möchte ich jetzt aber nicht haben. Komm, egal. Sonstiges. Ich nehme auf jeden Fall noch Medizin mit. Kaufen. Inventar voll. Na toll. Was gibt es eigentlich noch für Waffen? Es gibt noch das größere Magazin. Inventar voll. Eine M9, das ist ein Messer, ein Hammer. Eine 1.200.000 Volt Stun-Gun. Bauteil für die M4A1. Das klingt interessant. Das klingt sehr interessant, wenn ihr mich fragt. Eine Stun-Gun. Hm. So, was kann ich denn mal wegschmeißen? Wahrscheinlich gar nichts. So wie immer. Gegengift. Ja, komm. Entsorgen. Ich habe nichts anderes, was ich entsorgen kann. So, Waffen. Ich könnte das Magazin... Ah, nee, das Magazin habe ich ja schon gekauft, ne? So, Granatenpistole. Nee, die will ich nicht. Ich hol mir das Ding hier noch. Jetzt habe ich kein Geld mehr. Schade. So, Hammer. Benutzen. Ja. Und das Magazin. Benutzen. Ach so, ich kann nur Hammer oder Munition... Oh, na, das ist doch kacke. Ich kann nur den Hammer oder das Magazin auswählen. Ugh. Ja, super. Jetzt habe ich das für umsonst gekauft. Ist ja auch nur eine Stun-Gun, ne? Mist. Das ist doch blöd. Für der Hydra habe ich auch nicht mehr viel Munition, sehe ich gerade. So, verschieben. Ich muss ja auch die Muni mitnehmen. Ich lasse die Hydra da. Kann ich die noch nachladen, die M9? So, okay, aber wir passen nur 20 Schuss rein. Also viel passt nicht rein und ich habe den Hammer jetzt für umsonst gekauft. Das kotzt mich ja jetzt schon so ein bisschen an. Ist hier eine Kiste, wo ich den Krempel drinnen lassen kann? Mal gerade schauen. Nee, hier ist natürlich keine Kiste. Super. Ich könnte hier aber noch in den Control Room reingehen. Und was steht da? Underground Parking. Nee, da muss ich wahrscheinlich nicht hin. Ich muss jetzt zu Kollege Schnürschuh. Kann ich hier rein? Ein Kartenschloss. Ich brauche eine Karte. Ich habe eine Karte. Falsche Taste. Ich habe eine Karte. Geht die? Benutzt. Ja, cool. Die Lampe leuchtet rot. Hol die falsche Karte. Oh. Mino. Doch kacke. Na gut. Das hätte ja auch mal klappen können. Aber es wäre zu einfach gewesen. So, gibt hier irgendwo was, wo ich speichern kann? Irgendwas?
Sieht man das überhaupt? Auf der Karte. Ah ja, doch. Okay, stimmt. Um die Ecke nach der Entseuchungskammer. Da war ja ein Speicherpunkt gewesen. Und dann bin ich ja mal sehr gespannt, was Kyle für uns hat. Der alte Schlüpferstürmer. Unsympathischer Mensch. Sehr, sehr unsympathisch. So. Okay. Schauen wir mal. Erstmal speichern. Tütüt. Sie hören sich betrübt an. Nein, es ist nichts. Ich bin mir sicher, dass hier irgendwelche Experimente gemacht wurden. Ah, verstehe. Ich gehe der Sache mal nach. Gut, machen Sie weiter. Hey, du sollst speichern, du Hammel. Ich behalte es lieber für mich. Ob das so gut ist, so clever, so schlau ist, wenn sie das für sich behält? Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Na gut, das ist aber ihre Sache, das muss sie wissen. Da rede ich ihr nicht rein, kann ich auch sagen.